Superdrückung wurde aktiviert. Hallo Leute, willkommen bei Super Mario Galaxy. In unserem kleinen Honigbienenkönigreich wollen wir jetzt weitermachen mit St. Weehawk LP, dem Falken. Und ach mal Gott, sehen, was jetzt wir bloß, ich machen. Bin schon wieder dabei. Na super. Ja echt, was wollen wir überhaupt noch mit dir? Du bist völlig sinnloserweise einfach weiter dabei. Na prima. Juhu. Ich werde hier festgehalten. Hilfe. Ja, ich habe es euch gesagt, ich habe schon 12 LP als Sklaven. Okay, egal. Gegenangriff der Stinkekäferfamilie. Ach oh Gott, Scheiße. Sie wollen sich rächen. Wie immer. Kann ich auch verstehen, also ich will ja... Och Gott. Nein! Okay. Geh Spaß. Das ist so gemein. Okay. Du hast genau 10 Minuten. Bingo. Okay, Leute, es geht los mit unserem kleinen Crashkurs hier. Von... Die ganze Stinkekäferfamilie sind aber hier. Okay. Ja. Du bist nicht paranoid oder so. Okay. Oh Gott, stirb! Ich stehe auf die Drau. Diesmal sind wenigstens Gegner da. Also ich erinnere mich an den Goomba aus den Missing Stars, der Gegner gesehen hat, die gar nicht mehr da waren. Und das ja. Ist hier bei diesem Spiel. Das war der Shy Guy doch gewesen, oder? War das nie Goomba? Ich weiß gar nicht. Nein, das war ein Shy Guy, das war ein Franzose, glaube ich. Ja, oder war es nicht Bob-Omb? Nee, es war ein Bob-Omb, hast recht. Es war ein Bob-Omb, der von Goombas bedroht worden ist, aber egal. Das okay, wir schießen uns jetzt für Blast Express weiter. Ja, juhu! Wieso passt Mario in so eine Blase rein? Ich weiß es nicht. Oh gut, da ist wieder ein Hobo. Wir müssen uns den Hobo schnappen. Hobo-Power. Was hab ich da getan? Ja, ein super Panda-Power. Ja, yeah, und damit können wir jetzt alle töten. Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Das ist jetzt die goldene Frage. Aber ich glaube, auch dafür werde ich eine Antwort finden. Hast du nicht. Oh Gott. Okay. Das war arschig. Uiuiui. Ja, das war aber wieder sehr knapp. Aber ich habe die Hobo-Power und deshalb passiert mir auch nichts. Ich benutze hier diesen schönen Stab, um abzuspringen. Juhu! Okay. Ich bin mir ganz sicher, ich muss ihn hier töten. Ich bin mir einfach so sicher. Du musst alle töten. Glaube ich. Doch, wirklich. Ja. Das ist ja super. Oh, das ist eine Röhre. Hast du die schon mal gesehen? Ja, die habe ich schon mal gesehen. Und du wirst überrascht sein, wo sie dich hinbringt. Juhu! Genau hier wollte ich nämlich nicht hin! Nein, das ist doch eine super Idee. Das wusste ich jetzt. Na gut, dann habe ich das verwechselt. Egal. Ja, zerstört. Okay, wir müssen uns weiter bewegen. Blasen, Typi, schieß mich woanders hin. Feuern! Ich weiß, wo ich hin muss. Shooting. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Ich spring da jetzt hin. Was hältst du davon? Das finde ich so schön, dass du das machst. Okay. Ehrlich, ich habe den ganzen Abend darauf gewartet, dass du da hinspringst und jetzt machst du es tatsächlich. Da ist eine Honigfettenbiene. Ja, kitzel sie nochmal. Nein, ich kann nicht. Die Nachbarn machen mal wieder Sturm. Ja, das kannst du nicht mit ihnen reden. Oh Gott. Ihr hört schon mit ihnen reden. Ich weiß ja, wie das gleich wieder ausgeht. Mario springt gleich wieder alles tot. Bam. Wow. Extreme Action. Bams. So. Es ist alles Bienenpower. Bienenpower. Backbumble Extrem. Ohne Chemiefabrik. So viel dazu. Okay, das macht mir Angst. Wie immer. Es ja auch nicht Weehawk LP, wenn man nicht durchdrehen würde. Ich meine, Wahnsinn werden würde. Oh Gott, mega Stinkekäfer. Oh Gott, was ist das? Es ist das wirklich ein mega Stinkekäfer. So sieht mega Stinkekäfer, der macht. Nee, ich bin klein. Okay, man muss ihn einfach nur mit einer Arschbombe belästigen, dann wird er böse. Ja, er ist genauso schwach wie alle anderen Stinkekäfer auch. Nur ein bisschen groß geraten. Ja, echt, das ist, er kommt aus der Chemiefabrik, würde ich jetzt schon fast sagen. Ja, die Chemiefabrik, ich sag's ja, da muss irgendwas vorgefallen sein. Okay, wir springen jetzt so tot. Ja, ich springe auf dich rauf, stirb. Ja, passt getroffen. Passt. Sehr, sehr ärgerlich. Jo, dreht um. Du hast noch exakt 6 Minuten, also lass dir Zeit. Ja, okay, ich lass mir Zeit. Ich bin Bean Mario, ich flieg ein bisschen durch die Gegend. Hallo, komm mal her, ich will dich töten. Stirb. Ja. Oh Gott, jetzt wird er richtig wütend. Er ist so pissig, er will mich umbringen, glaube ich. Er ist verliebt, er wird rot. Ja. Nein, wir sind... Vielleicht ist es ja auch Mr. Mur. Das kannst du gut haben. Mr. Mur ist so ein Stinkekäfer. Von deiner Liebe, Chainsaw Man. Oh Gott. Ja, wir haben ihn erwischt, er ist tot. Mr. Mur, es tut mir leid, dass ich dich umbringen musste, aber du hast ihn mal wieder in ein komisches Monster verwandelt. Es ist diesmal nicht Peach, es war diesmal ein Stinkekäfer. Das ist sehr interessant. Okay, damit... Oh... Wir haben unsere Kraft verloren und damit beenden wir auch schon diesen Stern. Entschuldigung. Okay, ja. Mir fällt einfach nichts Besseres ein, um das. Ja. Gut. Galaxie regieren. Wir wollen wieder magische Worte sprechen. Ja. Und zwar.
Ja, die Stinkekäferfamilie. Sie terrorisiert die Honigbienenfamilie schon seit vielen Jahrzehnten. Doch eines Tages tauchte Mario in seinem Bienenkostüm auf und setzte dem ganzen Schrecken ein Ende. Und danach bombte er die ganze Chemiefabrik hoch. Okay. Ja. Kraft. Du erwartest nicht, dass das Sinn ergibt, oder? Ich bin selber nicht besser, was sowas angeht, als Gastkommentator. Nein. Gut. Ich würde sagen, wir gehen zu den Luma. Der Gourmet-Luma, der Fetzer. Der Gourmet-Luma, der hat nämlich Hunger und ich gebe ihm jetzt was zu essen. Hallo, lalalala, hey du da, hast du keinen Eistee? Ich will Eistee essen, ganz viel davon. Eistee essen, das ist mal was Neues. Okay, gib mir schon ein bisschen Eistee. Wenn ich 400 Mal Eistee esse, Verwandele. Was für ein Vielfraß hier. Verwandele, man muss das anmerken. Stirb! Er ist glücklich. Oh, sein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Was hältst du davon? Verwandelung! Blion! Wow. Oh Gott, es ist... Eine neue Galaxie. Super. Was für eine Galaxie? Wir freuen uns dorthin. Ich will dahin. Ich glaube, ich weiß, was es für eine ist. Da muss ich dabei sein. Ich weiß es auch. Da muss ich dabei sein. Ich liebe es. Ja, es ist die Keksfabrik. Ich liebe die Keksfabrik. Keine Chemiefabrik. Es ist eine Keksfabrik. Es ist die Chemie-Keksfabrik. Nein, es ist keine Keksfabrik. Ich meine doch, es ist eine Keksfabrik. Es ist eine Chemiefabrik. Ja. Okay. Ja. Namen Mann für den süßen Kuchen. So ist das also. Ja. Die Musik ist wundervoll. Es ist herrlich, oder? Ja, er kennt sie nicht. Okay, wir machen uns auf den Weg. Es ist ein riesiger Hinderniskurs. Sehr schwer, also relativ schwer. Ach was, du warst das. Ja, ja, ja. Das sieht doch gut aus, wie du hier musst. Entlang springst und... Oh ja, Gott. Ja. Und, ja. Ich will nicht gebritzelt werden. Ja, niemals. Du bist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Es dreht alles durch. Ja. Was? Also ich habe schon mit Wandsprung wieder rausgekommen. Sehen, aber gut. Ja. Ja, ich war ja auch drin. Ich habe einen Wandsprung gemacht, bin da irgendwie wieder rausgekommen. Okay. Das ist sehr, sehr seltsam. Ja, finde ich auch. Okay, wir müssen uns... Ja! Ja. Das kommt vor in den besten Familien. Ja. Okay, gut. Wir probieren uns einfach nochmal. Wir sind direkt wieder davor. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will doch nur so in meinem süßen Kuchen mampfen. Ich weiß schon, warum ich dabei sein wollte. Es ist herrlich. Es ist einfach nur wundervoll. Ja. Oh. Ja, tu es. Das sieht gut aus. Das sieht immer noch gut aus. Okay, ich hab's geschafft, irgendwie. Bis jetzt. Wenn ich das mal sagen darf, du bist richtig gut. Also. Okay, wie komme ich hier durch? Oh, ja, es hat funktioniert. Ich bin hier durch. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind drüben. Ja. Zack. Wir kehren um. Wir haben einen Stern. Hey. Nein, ich mache jetzt nicht die Musik rein. Ich genieße es einfach mal, dass du diesen Stern geholt hast. Das ist unglaublich. Okay, wir haben ihn. Zack. Ja. Perfekt. Es ist wieder Zeit. Magische Worte. Die Keksfabrik, die in Wahrheit eine Chemiefabrik ist, hat Mario sehr viel Ärger bereitet. Er hat sogar ein extra Leben riskieren müssen, um sie, um vom süßen Kuchen zu mampfen, der natürlich chemisch doch ein bisschen verseucht war. Aus diesem Grund kann Mario sich nun in Bienen-Mario verwandeln. Das konnte er zwar nun vorher, aber nun sieht's besser aus. Ja, und das war's. Okay, dankeschön. Wir treffen uns dann nächstes Mal wieder. Und zwar ist es Zeit, nächstes Mal, für einen Boss. Und dort treffen wir uns dann nächstes Mal. Es ist Zeit, vielleicht schon Bowser zu töten? Ist das Spiel schon vorbei? Wer weiß. Wir werden es nächstes Mal rausfinden. Also, Weehawk, begrüßen wir uns nächstes Mal wieder und sagen jetzt Tschüss. Alles klar, dann tschüss und bis zum nächsten Mal, falls ich nochmal dabei sein darf. Man weiß es ja nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.